Jo, moin allerseits, herzlich willkommen zu einem weiteren Solo-Guide. Heute wird es in dem Video um Primo gehen. Auf der Map Schädelufer ist, würde ich sagen, aktuell doch, ist auf jeden Fall die beste Primo-Map. Würde ich auch sagen, die einzige Map, wo ihr Primo pushen könnt, auf Rang 30 oder Rang 35, je nachdem, was ihr vorhabt. Ich erkläre euch, wie immer natürlich, mit welcher Ausrüstung ihr ins Game geht, was ihr in-game beachten müsst und was ich jetzt in den Videos zukünftig auch noch weiter dran nehmen werde, ist wie ihr euch speziell in 1v1s verhaltet. Also wie kämpft ihr gegen eine Shelly, wie kämpft ihr gegen einen Surge. Das wird es jetzt noch zusätzlich als Tipps geben, damit ihr zum Beispiel auch am Anfang wisst, wie kann ich eine Shelly killen, wie kann ich einen Surge killen, sollte ich überhaupt zu einem Surge laufen oder weglaufen. Rang 30 und Rang 35 sind auf der Map hier auf jeden Fall möglich. Rang 35 ist nicht einfach. Wie gesagt, Surge und Shelly sind da eigentlich eher die bessere Wahl. Der beste Brawler hier ist definitiv Surge. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Falls es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Damit würde ich sagen, los geht's. Fangen wir also am Anfang wieder mit der Ausrüstung an. Und zwar können wir einmal das erste Gadget. Das zweite Gadget bringt auf jeden Fall nichts, da der Komet die Map nur aufmacht. Und das wollen wir als Primo nicht. Wir wollen so viele Wände wie möglich haben, damit Brawler wie Colette, Gale oder Surges es einfach ein bisschen schwieriger haben. Und dann mit dem Komet-Gadget würden wir im Endeffekt nur helfen. Daher auf jeden Fall das erste Gadget. Bei der Star Power seid ihr flexibel. Da könnt ihr euch aussuchen, was ihr spielt. Ich persönlich spiele immer den Schaden, finde ich einfach besser, um Brawler zuverlässiger down zu bekommen. Ich spiele generell immer gerne lieber Schaden auf allen Brawlern, wobei Speed eben auch ganz gut sein kann, sei es zum Escapen, wenn ihr irgendwie weglaufen müsst oder zum Beispiel eine Max Ulte, die drückt dann Gadget und ihr lauft hinterher. Mit dem Speed könnt ihr die dann auf jeden Fall noch einholen, mit der Damage Star Power wird es dann doch etwas schwieriger, aber ich spiele auf jeden Fall den Damage. Als Empfehlung kann ich hier leider nichts geben. Da würde ich wirklich schauen für euch, dass ihr einfach die Star Power spielt, die euch besser liegt. Oder bei der ihr das Gefühl habt, mit der pushe ich am besten. Bei den Gears nehmen wir auf jeden Fall unseren Supercharge, dass wir schneller an unsere Ulti rankommen. Was ich nicht empfehlen kann, sind definitiv Vision und Speed. Das würde ich nicht nutzen für diese Map. Auch wenn die Map ein paar mehr Büsche hat. Ich empfehle euch definitiv Schild, damit ihr einfach entweder ein paar extra Leben habt. Das Heal Gear, damit ihr schneller wieder regenerieren könnt. Oder Schaden. Und Mana, und von mir gibt es bei Primo aber die Empfehlung, Schaden zu spielen. Da ich persönlich der Meinung bin, dass das Damage Gear auf Tanks fast immer die beste Wahl ist. Also schauen wir einmal auf die Strategie. Und zwar werden wir so schnell es geht alle Kisten, die wir bekommen können auf unserem Weg, werden wir so schnell wie es geht aufmachen, einsammeln die Cubes und direkt zur Mitte gehen. In der Mitte sind am meisten Cubes, da sind teilweise bis zu 8 Kisten. Da kann man eine Menge Cubes einsammeln, während die Surges zum Beispiel an den Seiten noch beschäftigt sind, ihre Kisten aufzumachen oder zum Beispiel andere Brawler. Das heißt, wir möchten so schnell es geht so viele Cubes haben, weil die werden wir definitiv auf der Map auch brauchen. Brawler, mit denen ihr hier super teamen könnt, sind definitiv Primo, Buzz, alle Art von Tanks. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt ihr könnt mit fast allen Brawlern teamen, außer die euch dann komplett hart wegcountern. Zum Beispiel Colette oder Shelly. Das würde ich dann sein lassen. Gale, Surge, denn die Brawler können euch sehr einfach und sehr schnell killen. Nachdem wir also in der Mitte sind, unsere Kisten eingesammelt haben und am besten auch ein Team gefunden haben, bestehend aus zum Beispiel, wie gesagt, einem Primo oder auch einem Buzz, haben wir unsere Ult an den Brawlern, damit wir zu jeder Zeit wegspringen können, also einen Escape haben oder eben auch andere Brawler killen können. Zum Beispiel eine Shelly oder ein Surge. Aber das Wichtigste bei der Strategie ist, dass wir so viel Zeit rausholen, wie eben nur möglich. Wir verstecken uns, wir campen, wir warten, dass die Zone so klein wird wie möglich. Denn umso kleiner die Zone ist, umso stärker werden wir. Irgendwann haben die Surges nicht mehr unbegrenzt Möglichkeiten, uns zu killen. Deswegen jede Sekunde, die wir im Spiel sind und überleben, spielt uns in die Karten. Das heißt, die richtige Action wird erst am Ende abgehen, wo wir dann den ein oder anderen Play machen werden müssen, um zum Beispiel Top 1 zu kommen. Oder allein das Warten bringt uns meistens schon in eine Top 5 Position. Damit würde ich sagen, gehen wir direkt ins erste Game rein. Ich erkläre euch direkt mal die Strategie und zeige euch auch, wie ihr euch in 1v1s gegen zum Beispiel Shelly oder Surge verhaltet. Also, wie gesagt, neues Format jetzt in dem Video. Als allererstes zeige ich euch, wie ihr zum Beispiel eine Shelly backstabben könnt, falls ihr mit der teamt, beziehungsweise wie ihr euch im direkten 1v1 verhaltet. Und dafür steht ihr zum Beispiel, wie auf der Map Schädelufer,
hier in einem Busch. Und was ihr als erstes macht, ihr macht einen Auto-Attack auf die Shelly, dann ultet ihr, dann benutzt ihr euer Gadget und falls ihr noch eine Ulti braucht, macht ihr nochmal eine Ulti. Ich zeige euch das jetzt einmal. Genau, im besten Fall verschießt die Shelly nämlich ihre Ult. Wir haben noch 9000 Leben und jetzt zeige ich euch das Ganze, wenn die Shelly ihre Ult nicht verschießt. Also ihr hittet die Shelly an, ultet dann, werft die Shelly weg. Und falls ihr müsst, könnt ihr auch einfach nochmal ulten. Wie ihr seht, kriegt ihr dann nochmal den Verbrennungsschaden. Also allein der Verbrennungsschaden ist dann 1200 bis 2400 Schaden. Und jetzt zeige ich euch das eben nochmal mit anderen Brawlern. So, bei Buzz ist es relativ einfach. Ich werde euch einmal zeigen, wie ihr den Buzz dann zum Beispiel auf Range vermeiden könnt. Tanja wird jetzt random auf mich drauf ulten. Und wir können dann einfach entweder mit unserer Ult dodgen, im besten Fall hittet ihr Buzz natürlich, damit ihr ihn auch direkt angreifen könnt. Und zwar habt ihr auch noch eine Gelegenheit, und zwar könnt ihr einfach mit eurem Gadget den Buzz wegwerfen, genau wie hier. Das empfehle ich euch nicht zu spammen, also dass ihr nicht irgendwie versucht 100 mal aufs Gadget drauf zu drücken, sondern wirklich das Gadget timed. Tanja wird mich jetzt nochmal ulten. Genau, und wenn ihr es timet, habt ihr auf jeden Fall deutlich bessere Chancen. Ihr könnt das einmal im Testspiel üben und somit könnt ihr Buzz auf jeden Fall schon mal outplayen. Gut, jetzt werden wir euch ein klassisches Primo 1v1 zeigen. Und zwar versuchen wir jetzt einfach gegenseitig zu killen mit Primo. Der Primo wird gleich random auf mich drauf ulten. Und was ihr da macht, ihr seid einfach, wie gesagt, wie ihr das eben schon gesehen habt, ihr seid dann der zweite Primo, also ihr ultet nicht rein, sondern ihr wartet genau auf den Moment, wo der Primo ultet und ultet dann danach. Noch einmal schnell in Zeitlupe. So, grundlegend bei einem Surge 1v1 ist wichtig zu wissen, Surge ist euer Hard-Counter. Das heißt, das Einzige, was ihr machen könnt, ist auf den Surge gerade drauf zu laufen und ihr benutzt niemals eure Ulti zuerst. Wenn ihr das macht, wird der Surge einfach danach ulten, euch einen Knockback geben und ihr seid so oder so down. Deswegen schaut wirklich darauf, dass ihr immer derjenige seid, der als letztes ultet, genau wie bei Primo. Tut ihr erst warten, bis die Zone so klein wie möglich ist und versucht dann eure Plays zu machen und nicht, wenn die Map noch voll offen ist und Surge 100 Wege hat, irgendwie zu entkommen, sondern ihr wartet wirklich, bis die Zone klein ist. Und dann haben wir nochmal eine zweite Möglichkeit, und zwar könnt ihr die Surge Ult auch einfach versuchen zu baiten, also ihn dazu zu bringen, dass er springt, ihr werft ihn weg, ultet ihn dann und killt ihn. Das funktioniert wie gesagt nicht bei allen Surges. Surge ist wirklich ein Hardcounter für Primo, die können mit euch spielen, wenn sie möchten, aber es gibt eben auch nicht so gute Surge-Spieler, da kann sowas immer mal funktionieren, aber an sich ist es keine Schande gegen Surge zu verlieren, weil er einfach der deutlich bessere Brawler ist in dem direkten 1v1. Ebenfalls besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ihr den Surge mit anderen Primos wegteamt, beziehungsweise dass ihr die Arbeit machen lasst. Aber falls ihr euch eben nicht mehr weiter zu helfen wisst oder ihr seid Top 2 und habt einen Surge als Gegner, sind das eben noch die einzigen Optionen, die euch da übrig bleiben, die Sachen, die ihr versuchen könnt anzuwenden. So, wir sind also im ersten Game drin und wir spawnen direkt neben einem Primo, das ist schon mal ganz gut. Und machen hier ganz entspannt eine Kiste auf. Und laufen, wie ich das eben schon erwähnt habe, direkt in die Mitte. Wir möchten eben auch ein paar von den Kisten hier haben. Gut, der Primo, jetzt fliegen leider beide Cubes in den Primo rein. Das können wir jetzt nicht ändern. Dann haben wir halt nur einen Cube, müssen wir so akzeptieren. Gut. Okay, der Primo ist ein bisschen aggressiv unterwegs. Gut, wir müssen jetzt erstmal schauen. Wie gesagt, ich habe das eben schon erklärt. So viel Zeit rausholen wie möglich. Direkt versuchen, von den Surges abzuhauen. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Gut. Aber scheint so, als würden wir nicht mit dem Surge Team. Gut. Das ist interessant. Okay, wir springen hier direkt mal rein. Also das ist tatsächlich jetzt eine witzige Runde gewesen. Bin auch gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Und rechts haben sich der Surge und der Primo gegenseitig gekillt. Und der Surge oben war eigentlich unser Freund und dann backstabt der Primo den. Finde ich super, die Runde, aber ihr seht schon, ihr müsst, im Endeffekt zeigt die Runde genau das, was sie zeigen soll. Und zwar, dass ihr, wie gesagt, den Surges entkommen müsst, so viel Zeit rausholen müsst wie möglich, damit es dann für euch möglich ist, hier eine Top 3 Position zu holen.
Genau, wir werden jetzt mal mit dem Zweier Primo Team einfach, damit Top 2 schon mal sicher für uns ist, der grüne Primo wird uns sehr wahrscheinlich nicht backstabben. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Genau. Haben wir schon mal Top 2 sicher. Das ist sehr nice. Ja, der hat auch gar keine Lust mehr zu gewinnen. Perfekt, das war jetzt eine ziemlich einfache Runde, muss ich natürlich gestehen. Aber die Grundstrategie ist klar. Am Anfang rushen, so viele Cubes wie möglich einsammeln, alles mitnehmen. Dann Ult farmen, dann so viel Zeit rausholen wie möglich. Diese Runde war es jetzt ziemlich einfach. Also die haben sich im Endeffekt alle gegenseitig gekillt. Und das ist auch genau das, worauf wir spekulieren als Primo. Und zwar, dass sich alle gegenseitig killen. Wir stauben ab und machen dann am Ende unsere Plays. Aber um das Ganze nochmal deutlicher zu machen, gehen wir natürlich direkt in die nächste Runde rein. Damit bis gleich. So, damit wären wir auch schon in der nächsten Runde. Haben wir wieder einige Primos, ein paar Shellys und Piper sogar. Ich wüsste nicht, warum man auf dieser Map Piper spielt, aber Solo-Showdown heutzutage sowieso unberechenbar geworden. Da sieht man wirklich alles und wir schauen, dass wir direkt mal uns ein paar Cubes einsammeln. Weiß auch nicht, was die Mission von der Penny war. Versuchen aber direkt mal die Shelly hier rauszuholen. Gut. Also, ja, Piper sucht sich direkt eine Freundin mit der Shelly. Muss man jetzt wieder so akzeptieren. Und wir schauen, dass wir uns an den Plan halten. Und zwar, zwei Kisten wurden es leider nur. Und jetzt haben wir das Problem da oben, und zwar die Shelly. Die wird uns gegenüber sehr negativ eingestellt sein. Aber wir haben hier die Piper, mit der wir teamen können, was super ist. Und schauen, dass die Shelly, dass wir die irgendwie rausbekommen. Gut, das war's mit der Piper leider. Ich möchte jetzt, um ehrlich zu sein, auch einfach nicht reinspringen, weil ich denke, dass es nach hinten losgeht. Auch wenn es an sich ganz sinnvoll wäre, um die Shelly irgendwie rauszubekommen. Ich möchte einfach, dass die anderen Primus reinspringen. Wenn wir uns eben selber schützen möchten. Und jo. Das heißt, wir warten. Machen gar nichts. Sind, wie ihr jetzt schon seht, auf jeden Fall Top 5. Auf 900 Pokalen gibt es ab Top 5 oder ab Top 4, glaube ich, plus. Gut, und wir stellen uns hier hin. Wollen, wie gesagt, so viel Zeit rausholen wie möglich. Wir möchten Konfrontationen vermeiden. Möchten nicht in die Schusslinie geraten. Deswegen müssen wir gleich mal gucken, dass wir weiter runterlaufen. Und zu den Primus gehen. Gut. Das ist sehr gut. Das war ein guter Play von uns. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt. Wir killen zuerst die Shelly, dann den Primo. Und ihr seht, mit dieser Strategie sieht es, kann es sehr schnell mal schlecht aussehen. Also dieser erste Platz hätte jetzt genauso gut ein dritter oder vierter Platz werden können. Am Ende braucht ihr natürlich auch immer ein bisschen Glück. Showdown hat viel mit RNG zu tun. Aber ihr könnt euer Glück natürlich immer ein bisschen selbst beeinflussen, indem ihr dann solche Plays macht, die richtigen Entscheidungen trefft, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe mich dazu entschieden, nicht auf die Shelly zu gehen, um eben mich selbst zu schützen, um so lange zu überleben wie möglich und versuche eben so viel Zeit rauszuholen wie möglich. Also einfach ein Überlebenskünstler zu sein und am Ende die Plays zu machen. Damit würde ich sagen, gut, das wäre es dann auch mit dem Guide. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls es euch weiterhilft, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Falls nicht, gerne auch einen Daumen nach unten fürs Feedback. Damit würde ich sagen, wir hören uns. Euer Snake. Peace.